Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Syberia 1. Was soll ich sagen? Es ist ein extrem gutes Spiel, meiner Meinung nach. Und ich guck mal schnell in die Optionen, ob auch alles eingestellt ist, wie es einstellen soll. Untertitel ja, Detailstufe hoch, Bildschirmtiefe bla, Kantenglättung nein. Alles super. Und ja. Es gibt halt nicht viel darüber zu sagen, außer dass ich sehr viel vorlesen werde. Das macht dann das Ganze weg, was ich zwischen Sequenzen oder das, was ich nicht zwischen ganzen Redesachen sagen werde. Genau. Irgendwas sagen werde, werden andere reden. Ich versuche es aber zu machen, sobald eine Pause ist oder so. Und das meiste geht sowieso übers Rätseln. Von daher starten wir ein neues Spiel. Ich kann schon mal sagen, es ist nicht blind. Und ich halte meine Klappe, während das Intro läuft. Leider die Ideen, französische Alben. So, und da sind wir auch schon. Wir sind Kate Walker, eine amerikanische Anwältin. Ich habe gerade vergessen, was sie vom Beruf war. Okay, und versuchen wir mal den Koffer aufzuheben. Ich kann diesen Koffer keinen Meter mehr tragen. Mal sehen, wer mir helfen kann. Genau. So, und wie gesagt, dieses Let's Play ist nicht blind. So oft, wie ich das durchgespielt habe, wird es ja wohl nicht sein. Und fangen wir schon mal an mit Vorlesen. So, willkommen in Valadilen, Welthauptstadt des mechanischen Spielzeugs. Entdecken Sie die kleine Alpenstadt Valadilen, ihren wunderbaren landschaftlichen Rahmen und die jahrhundertalte Tradition der Manufaktur Vorarlberg. Spezialisiert auf die Herstellung von Automaten und mechanischen Spielzeug, der Valadilen noch heute seinen Weltruf verdankt. Seit über 800 Jahren hat sich die Familie Vorarlberg diesen ganz speziellen Zweig der Uhrmacherkunst verschrieben, der durch komplexe Mechanismen und Räderwerke der Objekte zum Leben erwachen lässt. Mit Tradition und Kunstfertigung brachte sie es in diesem Handwerk zu ungekannter Perfektion. Die erstaunlichen und wunderbaren Kreationen faszinieren nicht nur Kinder, Besucher verschiedener Altersgruppen reisen aus ganz Europa herbei, um eines der wunderbaren Spielzeuge zu erwerben. Und wie wir hier sehen, dieses kleine Spielzeug hier werden wir im Laufe dieses Let's Plays noch einmal sehen. Und mit diesem Spielzeug werden wir sehr viel anfangen können, weil es Teil eines Rätsels ist, welches uns dann ein anderes Rätselteil dann gibt. All genug gespoilert fürs Erste. Technische Perfektion. Das Herzstück eines Automaten ist sein Motor. Ein automatischer Mechanismus bewegt über Zahnräder eine Reihe von Achsen. Auf diesen Achsen sitzen die Nocken. Die Nocken wiederum, an deren Form die Bewegungen eingeschrieben sind, steuern ein komplexes System von Stangen, die an ihren Enden die Gesten auslösen. Die Herstellung eines Automaten erfolgt in drei Etappen, verdammt. Modellierung, Mechanik und Verkleidung. Dabei kommen die spezifischen Fähigkeiten von rund 20 verschiedenen Berufszweigen zum Einsatz. Auf den Höhepunkt ihrer Produktion beschäftigte die Manufaktur Feuerberg in die 100 Personen.
an die hunderte Personen, Feinmechaniker, Uhrmacher, Bildhauer, Schneiderinnen. Die Vorarlberg-Automaten sind unverkennbar, zu einem durch ihre Perfektion, zum anderen durch eine besondere Form des Schlüssels, mit dem der Mechanismus aufgezogen wird. Diesen Schlüssel sehen wir hier und diesen werden wir auch oft genug noch in diesem Spiel kennenlernen, denn anscheinend gibt es davon unendlich viele. Aber sie passen nicht überall rein. Also es gibt für jeden verschiedene Größe oder Anpassung. Ich weiß es nicht genau. Aber man kann jetzt nicht einen, der zum Beispiel für einen Automaten bestimmt ist, jetzt für eine Tür benutzen. Geht irgendwie nicht. Jedes Modell wird mit größter Sorgfalt entworfen und zusammengesetzt. Die gängigsten Modelle werden aus gewöhnlichem Holz hergestellt, während bei den ausgefallenen Objekten Edelholz, zum Beispiel Madagaskar, Ebenholz verwendet wird. Das Bild hier unten ist Madagaskar-Ebenholz. Trotz der starken asiatischen Konkurrenz widerstanden die Vorarlbergs der Versuchung der elektrischen Automaten und zogen es weiterhin vor, die unendlichen Möglichkeiten der mechanischen Bewegung zu erforschen. Ja, also da sind sie sich treu geblieben, schön zu wissen. Eine lange Geschichte zwischen den einfachen Marionetten der Anfänge und den fast schon vernunftbegabten Wesen, wie es die letzten Kreationen der Vorarlbergs wären, liegen eine lange Geschichte. Die ersten Hinweise auf die Herstellung von mechanischen Puppen in Valadilene reichen bis zu dem 13. Jahrhundert zurück. Auch wenn man zu diesem Zeitpunkt noch nicht von einer wirklichen Produktion sprechen kann, so scheint es, als habe sich Hermann Vorarlberg bereits damals am Hofe des Kaisers einen Namen gemacht. So, das ist Valadilene irgendwo im Jahre sehr, sehr weit weg aus dem Archiv des Museums für Kunst und Geschichte aus Lausanne in der Schweiz. Der Meister H. Vorarlberg und ein Diener mit Marionetten vor dem preußischen Kaiser. Ich gehe mal aus, dass es der preußische Kaiser ist und dass das unser Hermann Vorarlberg ist und dass der Diener und dass die Marionetten, die kleinen Dinger da in den Händen. Im 17. Jahrhundert wurde dann schließlich auf Initiative von Charles Vorarlberg die Manufaktur Vorarlberg für mechanisches Spielzeug und Marionetten gegründet. Damit konnte eine wirkliche Produktion in einem kleinen Alpental beginnen, der Valadilene ein immer größeres Renommee verdankte. Charles Vorarlberg mit einem seiner Werke. In dieser Zeit wurden in der Manufaktur hauptsächlich Marionetten für das Theater hergestellt. Und diese Marionette in diesem Bild sieht scheiße noch ganz gruselig aus, meiner Meinung nach. Aber jeder seine Meinung. Aus dem Archiv des Museums für Kunst und Geschichte, auch aus Lausanne, Schweiz. Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts erlebte Valadilene sein goldenes Zeitalter, von dem noch heute die wunderbaren Manufakturgebäude und die wichtigsten Privathäuser der Stadt zeugen. Der Name Vorarlberg wurde über die Ozeane hinaus bekannt, die Automaten in der ganzen Welt verschickt. Nicht selten ließ ihre Perfektion bei den Käufern den Eindruck stehen, sein Automat sei lebendig. Ja, sie sehen wirklich lebendig aus, muss ich sagen. Vor allen Dingen das, ja. Rudolf Vorarlberg leitete die Manufaktur auf den Höhepunkt ihrer Produktion. Aus der Privatsammlung haben wir dieses Bild von Rudolf Vorarlberg, der von 1881, glaube ich, ist es, bis 1929 vielleicht. Oder ist es eine 4? Ich glaube, es ist eine 4, ich bin mir aber nicht sicher. Nach dem Zweiten Weltkrieg übernahm Anna Vorarlberg, Tochter Rudolfs und letzter Nachfahre dieses berühmten Handwerksgeschlechts, die Leitung der Manufaktur. Ihr gelang es, dem Unternehmen in der schwierigen Nachkriegszeit neue Orientierung zu geben. Die Herstellung von wirklichen Kunstwerken für eine aus Kennen und Sammlern bestehende Kundschaft. Die Vorarlberg-Automaten wurden so zu wertvollen Einzelstücken mit ausgeklügelten Mechanismen, deren Erfindungsreichtum und Perfektion noch heute einzigartig sind. Das wird mehr vorlesen als irgendwas in diesem Spiel wahrscheinlich. Gehen wir mal nach hier hinten und wir sehen hier eine Uhr ohne Zeiger. Nein, es ist jetzt nicht das Wichtigste, aber eine Person am Tisch. Reden wir mal mit ihr. Hallo. Hallöchen. Was machst du denn? Zeig mal. Nee, ganz schwer. Arbeit von Momo. Ganz schwer. Schön. So. Ich bin Kate. Ich bin Kate. Ich nicht. Momo macht wie Hans. Er malt. Hans? Nicht Momo stören. Arbeit von Momo. Ganz schwer. Zeigst du mir dein Bild? Nee, nicht fertig. Geh weg. Ja, das sagt uns Momo.
Nochmal zum Bildschirm hier. Wir sehen diesen Notizblock. Er zeigt uns an, welche Gesprächsoptionen wir haben. Wir können uns einmal vorstellen und einmal um Hilfe bitten, momentan erst. Später kommen dann noch andere Optionen hinzu, verschwinden wieder, werden nicht machbar sein und so. Aber reden wir mal über Hilfe. Ich bin gerade angekommen. Kann mir jemand hier helfen, den Koffer aufs Zimmer zu tragen? Momo, stark. Ganz stark. Aber keine Zeit. Momo arbeitet. Gut, du willst uns nicht helfen, also geh mal aufschließen. Lass ich dich jetzt arbeiten. Ja. Tu du arbeiten, es regnet immer noch draußen. So, und bevor wir jetzt mit der Rezeption sprechen... Dies ist das Inventar. Wir besetzen einmal ein Dialognotizbuch, den ich eben schon gezeigt habe, wo wir dann die verschiedenen Dialogoptionen haben. Und ein Telefon besitzen wir auch. Aus welcher Uhrzeit auch immer dieses stammt. Aber es ist, hat einen Empfang wie unglaublich. Stimmt, was ich noch zeigen wollte. Wir haben auch schon vorgegebene Telefonnummern. Einmal vom Büro, von Mutti und von Olivia und von Dan. Von den verschiedenen Leuten kriegen wir später noch zu erfahren. Jetzt schließen wir erstmal das Handy und gehen zur Rezeption. Was können sie uns sagen? Nichts. Wir sehen hier neben ganz vielen Büroklammern und Zettelzeug einen Schlüssel. Nehmen wir den mal auf. Und was sehen wir noch? Einen Automaten. Einen Klingelautomaten. Schlüssel der Rezeption stecken wir mal in den Rücken rein und ziehen das Ganze auf und drücken auf den roten Knopf. Ich komme ja schon. Schön, dass du auch da bist. So, guten Tag, lieber Mann. Rede mit mir. Guten Tag, gnädiges Fräulein. Ja, stellen wir uns erstmal vor. Meine Firma hat für mich ein Zimmer reserviert auf den Namen Walker. Anwaltskanzlei Marson & Lomond. Für Kate Walker. Fräulein Walker, natürlich. Sie haben das Zimmer Nummer 6 in der ersten Etage. Danke. Mehr Etagen gibt es in diesem Haus auch leider nicht. Nein, nicht, dass ich wüsste, dass es mehr gibt. Egal, red. Entschuldigen Sie bitte dieses Versäumnis, Fräulein Walker. Aber man hat so wenig Kunden, dass man darüber vergisst, was ich gehört. Also, Sie sind die Amerikanerin. Dann stimmt es wohl, was man erzählt. Sie kommen, um die Fabrik zu kaufen? Nein, ich bin nur hier für Urlaub. Fabrik. Haus von Anna. Haus von Hans. Schön. Wie bitte? Willst du wohl den Mund halten, du böser Junge? Unsere kleine Stadt hat sicher keinen sehr guten Eindruck auf Sie gemacht. Wissen Sie, heute ist ein Trauertag. Anna Vorarlberg wurde beerdigt. Mama traurig, aber Hans nicht tot. Hans weit weg. Anna gesagt, Mama. Anna, Mama sehr lieb haben. Jetzt ist genug, Mama. Wirst du wohl aufhören, die Dame zu belästigen? Verschwinde jetzt, nur weg mit dir. Er hat Zahnräder gezeichnet. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, Fräulein Anna. Ein großer Verlust für Valadilen. Wirklich. Noch dazu, wo jetzt, da sie tot ist, auch die Fabrik geschlossen wird. Aber deshalb sind Sie ja hier, nicht wahr? Unser Schicksal liegt in Ihren Händen. Der Koffer sieht so einfach aus. Also leicht. Ist tot? Ja, Kate. Das hat ihr eben gerade verklickert, dass Anna Vorarlberg tot ist. Hörst du zu oder tust du nur so? Zimmer Nummer 6. Ich wäre nie darauf gekommen, dass das es eine 6 ist. Wir hoffen, dass es Ihnen gefällt, Frau Walker. Ja, geh bitte vor rein. Ich kann schlecht an dir vorbei. So, wir lassen Sie sich jetzt erst einmal ausruhen. Sie werden viel Arbeit haben. Wissen Sie, für uns wäre der Aufkauf der Fabrik eine gute Sache. Das brächte wieder ein wenig Leben in unser Tal. Ach ja, Sie hätten Valadilen einmal früher erleben sollen. Das war schon was. Aus aller Welt kamen die Leute, um die Vorarlberg-Automaten zu kaufen. Oh, sehen Sie, man hat einen Brief für Sie hinterlegt. Wenn Sie irgendwas brauchen, wir sind immer ganz in der Nähe, Frau Walker. Ist ja nur ein Haus. Okay, wir haben eine weitere Gesprächsoption erhalten. Mein Gott, ich kann nicht mehr reden. Nehmen wir mal den Briefzettel auf. Es ist ein Fax. So, ein Fax von Edward Marson für Kate Walker. Wow, aus der Anwaltskanzlei Marson & Lomond. Wow. Kate, hiermit bestätigen wir Ihnen, dass unser Kunde die
Universe Toys Company darauf drängt, die Transaktion im Hinblick auf den Kauf der Manufaktur Vorarlberg zum Abschluss zu bringen. Wir verlassen uns auf ihre unbestreitbare Fähigkeiten als Anwältin, um die Verhandlungen mit dem derzeitigen Besitzer der Manufaktur, Frau Anna Vorarlberg, zu einem raschen und positiven Ende zu bringen. Ich möchte Sie bei der Gelegenheit daran erinnern, dass die Universal Toys Company ein internationaler Konzern mit Monopol auf dem Spielzeugmarkt ist. Der Konzern ist für uns ein wichtiger Kunde und für Frau Vorarlberg eine unverhoffte Gelegenheit, sie von ihrer Manufaktur zu trennen, worauf sie sich aufmerksam machen sollten, falls Frau Vorarlberg bei der Unterzeichnung des Vertrags Zweifel kommen. Ich bin sicher, dass Sie meine an Sie angestellten Erwartungen nicht enttäuschen werden. Edward Mawson. Schön. Es ist 2002 in diesem Brief. Ich sollte Marson von Frau Vorarlbergs Tod in Kenntnis setzen. Hoffentlich wird dadurch nicht noch alles komplizierter. Ich werde hier wohl nicht länger bleiben. Schön. Dann rufen wir ihn mal an. Wir hatten ja ein Handy und da können wir auch das Büro anrufen und klicken mal auf Senden. Senden wir einen Anruf. Marson Blorman, guten Tag. Ich hätte gern Herrn Marson gesprochen. Kate Walker am Apparat. Einen Moment bitte. Erzählen Sie mal, wie läuft unser Geschäft? Ich bin in Valladilen angekommen. Da ist eine kleine Sache dazwischen gekommen, fürchte ich. Frau Vorarlberg ist gestorben. Das ist bedauerlich. Aber wir hatten diese traurige Eventualität ja schon eingeplant. Wenn ich mich richtig erinnere, gibt es keinen Erben. Ja, das stimmt. Aber... Aber was? Was ist denn das Problem, Kate? Wenden Sie sich einfach direkt an Ihren Notar. Ich sage der Sekretärin, sie soll Ihnen seine Adresse und einen erklärenden Brief der Kanzlei faxen. Ja, gut, Herr Mawson. Gut, ich muss auflegen, Kate. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Ich... Immer diese Arbeitgeber. Und wir haben eine weitere Dialogsequenz gekriegt. Gehen wir mal aus dem Zimmer raus. So. Lalalalala. Und wieder hinunter. So. Okay, reden wir zuerst mit ihm? Nee, ich will jetzt noch nicht mit ihm reden. Ich will erstmal diese Zahnräder hier aufsammeln. Wie viel in ihre Jacke reinpasst, das ist unglaublich. Es regnet ja immer noch. Gott. Und die Uhr hat immer noch keine Zeiger, wenn das überhaupt eine Uhr ist. Sieht aus wie eine Uhr. Bäh. Okay, wir nehmen mal den kleinen und den ganz kleinen hier. Okay. Und jetzt reden wir mal mit dir hier. Ich bin's noch einmal. Fräulein Walker? Und wir haben ganz viele Gesprächsoptionen jetzt. Ich weiß nicht, ob meine Geduld das aushält. Denn ich bin oftmals nicht so ein sehr geduldiger Mensch, die sich alle einzelnen Dialoge anhört, aber ich versuch's zu machen. Irgendwie wird schon klappen. Kannten Sie Anna Vorarlberg gut? Ja, ziemlich. Naja, so gut nun auch wieder nicht. Eine große Dame. Wir mochten sie sehr. Friede sei mit ihr. Das klang sehr gedrungen gerade. Okay, reden wir über den Automat. Wirklich nett, alle diese kleinen mechanischen Roboter. Es scheint davon eine ganze Menge in Valladilen zu geben. Sie wagen es, die Vorarlberg-Automaten als Roboter zu bezeichnen? Wenn Sie sich hier keine Feinde machen wollen, sollten Sie dieses Wort besser vermeiden. Was ist denn der Unterschied zwischen Roboter und Automat? Ehrlich gesagt wissen wir das so genau auch nicht. Na danke. Reden wir mal über Momo. Wer war denn der junge Mann, der vorhin hier zeichnete? Ihr Sohn? Gott bewahre. Nein, nein. Er ist kein schlechter Junge, der Momo. Nur ein bisschen einfach, das ist alles. Und was hat er mit Anna Vorarlberg zu tun? Momo ist das, was man so einen Dorftrottel nennt. Und Frau Anna hat ihn unter ihre Fittiche genommen. Wahrscheinlich hat er sie an ihren Bruder erinnert. Und außerdem, gleich und gleich gesellt sich gern, oder? Wollen Sie damit sagen, dass Anna Vorarlberg auch ein bisschen einfach war? Gott bewahre. Sie war eben auch eine Einzelgängerin. Sehr in sich gekehrt, das wollte ich sagen. Das klingt nicht so. Egal, ja.
reden wir mal über Hans. Er hat ja was davon erwähnt. Um wen handelt es sich? Momo sprach von Hans Vorarlberg, dem jüngeren Bruder von Anna. Aber der ist schon lange tot. Selbst wir haben ihn nicht gekannt, soweit liegt das alles zurück. Okay, dann scheint Hans tot zu sein und ja. Ich fürchte, ich werde Ihre Hilfe noch einmal in Anspruch nehmen müssen. Verlassen Sie uns, Fräulein Walker? Sollen wir Ihnen Ihre Koffer runtertragen? Nein, nein, ich reise noch nicht ab. Ich bräuchte nur etwas... Ach, wir würden Ihnen nur zu gerne behilflich sein, aber stellen Sie sich vor, das Telefon klingelt, ein Fax kommt, ein Kunde betritt den Gasthof. So leid es uns tut, wir können hier nicht weg. Weil hier auch so viele Leute sind. Okay. Ich muss mal nachsehen, ob zufällig ein Fax für mich gekommen ist. Kann sein, und zwar so, als hätten wir das Gerät gehört. Würden Sie bitte einmal nachsehen? Aber natürlich, Fräulein Walker. Vielen Dank. Dankeschön. Und wir haben ein weiteres Fax von Herrn Mausen gekriegt. So, sehr geehrter Herr Alfolter. Wie Sie wissen, wurde unsere Kanzlei von der Universal Toys Company beauftragt, die Verhandlungen bezüglich des Aufkaufs des Spielzeug- und Automatenmanufaktur Vorarlberg zum Abschluss zu bringen. Soeben erfahren wir mit Bedauern, dass die derzeitige Besitzerin der Manufaktur, Frau Anna Vorarlberg, verschieden ist. Wir zweifeln nicht daran, dass Frau Vorarlberg Ihnen zur Lebenszeit die nötigen Instruktionen gegeben hat, die uns heute den Abschluss des Kaufvertrags ermöglichen. Auch möchten wir Ihre Aufmerksamkeit auf die Tatsache lenken, dass wir mit der Übernahme der Manufaktur durch den amerikanischen Konzern wichtige wirtschaftliche Perspektiven für Ihre Region verbunden sind. In diesem Sinn möchten wir Sie bitten, die junge Anwältin Kate Walker, die die Interessen unseres Kunden vertritt, gebührend zu empfangen. Hochachtungsvoll, Eduard Marsen. 17. April. Ein Tag ist vergangen. Danke. Oh mein Gott. Nichts zu danken. So. Ich werde mich mal ein wenig in Valadilane umsehen. Bis später. Ganz wie Sie wünschen, Fräulein Walker. So, ich habe jetzt nicht geguckt, wie viel die Zeit jetzt schon vergangen ist. Ach, ich mache einfach weiter und schneide dann. Ich bin mal so frei. Genau. So, wir sind draußen, es hat aufgehört zu regnen. Und schon der erste Gedanke, der einen aufkommt, wenn man hier so durchgeht. Ich weiß jetzt nicht, ob man auch die Musik hört. Ich glaube, ich stelle die mal ein bisschen lauter. Wenn man sie vorher schon hört. Ja, das sollte reichen. Nein. Zurück zum Spiel. Ja, das dürfte reichen mit der Lautstärke. In der Hoffnung, dass man das dann später hört. So. Mit ihm hier draußen will ich nicht reden. Der sagt uns nur, dass alle Geschäfte geschlossen sind. So, gehen wir mal hier entlang. Okay, und wir haben hier eine Zeitung auf der Bank liegen. Geben wir also mal auf und gucken mal, was da drin steht. So, sehr viel Müll. Also zuerst mal, Valadilane trauert um seine Herzdame. In aller Stille verstarb vorgestern bei sich zu Hause Anna Volker Vorarlberg im Alter von 86 Jahren. Die große Dame hat ihr Leben in den Dienst ihres Unternehmens und unserer Gemeinde gestellt. Wir alle wissen, mit wie viel Energie sie die Entwicklung ihrer Automaten vorantrieb, die noch heute der Stolz unseres Tales sind. Doch wir kannten sie auch alle als Frau mit Herz, deren Handeln von Großzügigkeit und Güte geprägt war. So kann es nur im Sinne aller sein, dass der Bürgermeister diesen Tag zum Kommunaltrauertag erklärte. Die Totenmesse wird heute um 10 Uhr, würde ich mal sagen, heißt das, von unserem Pfarrer in der Pfarrkirche zelebriert. Mit dem Tod Anna Vorarlbergs geht in Valadilane eine Epoche zu Ende. Die außergewöhnliche Frau, die über 50 Jahre die Manufaktur Vorarlberg leitete, hinterlässt eine große Leere, die umso schmerzhafter ist, da es aussieht, als wäre ihr Tod auch gleichzeitig der ihrer Automatenmanufaktur, die seit langem im Zentrum der wirtschaftlichen Aktivitäten unserer Kleinstadt steht.
In die Trauer um Anna Feuerberg mischt sich so die Sorge um die Zukunft unseres Teils. In einer Konsumgesellschaft, in der Unterhaltungselektronik, Informatik und Videospiele einen immer größeren Platz einnehmen, kann sich das traditionelle mechanische Spielzeug nur schwer behaupten. Diese jahrhundertalte Technik wird heute allgemein und unredendabel und zu den Akten gelegt. Allein die Manufaktur Feuerberg bewahrte die althergebrachten Kompetenzen und ermöglichte unserer Stadt eine produktive wirtschaftliche Aktivität. So war es bis heute, die Zukunft zeigt sich jedoch weit weniger rosig. Oder sollte man sich über den wahrscheinlichen Aufkauf der Manufaktur durch einen amerikanischen Großkonzern freuen? Verkauften Valerie Lehn damit nicht gleichzeitig auch seine Seele? Eine gute Frage, kann ich leider nicht beantworten, weiß ich nicht. Weil ich nicht und so, ja. Umwelt. Eine Protestveranstaltung organisierte gestern die Bürgerinitiative Rettet die Almen. Am neuen Staudamm vom Expit der Organisation zufolge zerstört der Staudamm den natürlichen Lebensraum der blauen Grasmücke. Die Demonstration wurde durch das energische Eingreifen des Forstaufsehers aufgelöst. Eine blaue Grasmücke. Als ob mich interessiert, ob blaue Grasmücken jetzt noch weiterleben, weil ich noch nicht mal weiß, was eine blaue Grasmücke ist. Gibt's die überhaupt? Gelenkschmerzen, chronischer Kater, allgemeiner Erschlaffungszustand, warum noch länger leiden, bestellen sich gleich heute das Dr. Schweizer Heilelixier. Ja, Gelenkschmerzen, chronischen Kater, allgemeiner Erschlaffungszustand, hört sich so nach einem Silvesterabend an. Naja.